werdet es nicht glauben. Wir haben heute einen Gast. Oh mein Gott. Ich flipp aus. Man bezeichnet ihn als die Mode-Ikone mit Gazellenfigur. Er ist der grüne Fels in der Brandung. Man nennt ihn den Sumpfkönig mit Traumgebiss. Oh. Mein Traum wird wahr. The Master of Disaster. Unfassbar. The one and only. Shrek! Applaus, Applaus, Applaus! Du haust mich um. Puh, wo sind meine Fragen? Hier. Also Shrek, erste Frage. Mensch, wie schade, wie unfassbar schade. Was sagst du dazu, dass Shrek das Musical ausfallen musste? Shrek? 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 Verstehe. Na klar, Shrek ist selbstverständlich unfassbar traurig und möchte seine Gefühle darüber nicht zum Ausdruck bringen. Zur nächsten Frage. Du hast ja während der Zeit auch ganz viele neue Freunde kennengelernt. Wie war das so, auf einmal so viel Unterstützung in deinem Leben zu erfahren? Oh mein Gott! Wie süß! Shrek ist sprachlos über all die Unterstützung, die er erfahren durfte. Das nennt man wohl große Dankbarkeit. Nächste Frage. Eine Person ist dir ganz besonders ans Herz gewachsen, nämlich der Esel. Gibt es ein Wort, mit dem du ihn beschreiben könntest? Ihn, deinen neuen Freund, der dir das Leben um so vieles leichter gemacht hat? Wow, das muss Liebe sein. Mit ganzer Kraft hinter ihm stehen, alles geben, um ihn zu beschützen. Shrek, ein Vorbild, liebe Zuschauer. Du, aber sag mal, Shrek, glaubst du, es wird irgendwann noch eine Möglichkeit geben, euch live zu sehen? Nein. Nicht mal eine klitzekleinigkeit? Nein. Okay. Nicht mal, wenn es heißen würde, Shrek, das Musical, das mal eines war, aber leider keines wurde und trotzdem Happy End-mäßig dann doch noch irgendwie zu einer Aufführung kam? Nein! War das ein Ja? War das ein Ja? Leute, ich glaube, das war ein Ja! Seien wir also gespannt. Ich bin es und wir werden nächste Woche mehr erfahren. Da bin ich nämlich, haltet euch fest, live vor Ort, yeah! Shrek, my friend! Bis nächste Woche! Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt!